13. Heute nicht aus dem schönen Allgäu, sondern aus dem schönen Legoland in Günzburg. Ich stelle heute mein erstes Set vor. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Es ist ein Batman-Set mit natürlich Batman. Dem kann man auch die Frisur, die Batman-Maske aufnehmen und ihm seine Haare aufsetzen. Dann sieht das so aus. Und als Bösewicht gibt es hier Selina Kyle. Und da gibt es für sie ein Motorrad und für Batman natürlich. Und hier gibt es eine coole Kanone, so eine Hakenkanone von Batman. Hier gibt es und so sein Zeichen, das ist Glow in the Dark, das leuchtet hier im Dunkeln. Und zum Bauen war es eigentlich ganz einfach. Auf der Verpackung steht zwar auch ab 6 Jahren drauf, aber das könnte, schätze ich, auch schon jemand mit 5 aufbauen. Und 2 Anleitungen hat es. Und es gibt relativ viele Ersatzteile. Und mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass es 2 Anleitungen gibt. Hier gibt es nochmal so ein Visier und ich glaube, dass das nochmal ein Batman-Kopf ist. So ein Hebel nochmal so ein Teil. Die Frisur von der hier noch. Da kann man ihr auch den Helm abziehen und ihr das, die Frisur aufsetzen. Und das Visier kann man hochklappen und runter. Und hier hat Batman als Ersatzteil nochmal so einen Griff. Hier hinten am Motorrad ist von der Bösewichtin hier ist noch so ein Ding. Da drin ist ein Diamant. Und ein Diamant gibt es genauso als Ersatzteil. Dann gibt es hier noch so eine flache Fliese als Ersatzteil. Die Haare nochmal von Batman. So ein blauer Stöpsel hier. So ein Einserle. So was ähnliches wie so eine Ratsche. Und so ein Teil hier. Und weil ich vorher gesagt habe, es war das erste Set aus der Lego-Tüte, wird natürlich noch ein zweites Video kommen. Und ich finde, es ist ein cooles Set. Ich kann es auch weiterempfehlen. Und tschüss.